Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute schon Sonntag. Ich hatte ja, glaube ich, im letzten Vlog auch erzählt, dass wir gerade Veranstaltungen haben. Also ist gerade nichts zu sehen quasi, sondern ich bin viel am Videos schauen. Ich muss auch viel nachschauen, weil die Veranstaltung bis früh 3:30, 4:30, 2:30 gehen. Das ist mir auch zu lang. Ich schaue dann lieber die Videos nach. Mir fehlt dann zwar der Chatverlauf, aber der ist ja eh in Englisch. Und ich glaube auch nicht so aussagekräftig, wichtig, keine Ahnung. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben unsere Siebträgermaschine wieder rausgeholt. Einfach weil der Kaffee einfach nicht schmeckt bei dem Vollautomat. Wir haben jetzt so viel rumprobiert mit Kaffee, mit Mahlgrad und mit Wasser und also gefiltertes Wasser und aus der Leitung und so und irgendwie. Und ich weiß gar nicht warum. Ich meine, wir hatten damals umgestellt, weil wir irgendwann angefangen haben, wieder mit Milch zu trinken. Und mit dem Vollautomat ist das ja ganz nice, wenn das halt alles in einem ist. Das heißt, da ist halt ein Milchbehälter, die Milch wird erhitzt und geschäumt und kommt in die Tasse und dann kommt der Kaffee drauf. Aber das haben wir dann auch ein halbes Jahr gemacht. Dann war es einfach nur nervig, diesen blöden Behälter immer sauber zu machen, diese Schläuche. Dann, wo dieser Schlauch andockt an die Maschine, da kommst du so schlecht mit dem Lappen hin. Da sind dann noch so Nasen, also du musst dann schon echt mit dem Fingernagel rumpuppeln. Das macht doch gar keinen Spaß. Und dann haben wir halt immer normal Kaffee gemacht und entweder Milch draufgekippt oder im externen Milchschäumer gemacht. Da braucht es den Vollautomat ja nicht. Jetzt haben wir gedacht, wir haben ja die Siebträgermaschine noch im Keller gehabt. Vielleicht schon in weißer Voraussicht. Die haben wir jetzt gestern wieder hochgeholt. Selbst der Espresso schmeckt. Diese bittere Note ist einfach nicht drin. Das ist einfach richtig cremig, stark nach Kaffee schmeckend. Also das legt sich um die Zunge. Also vorher war das immer so, es legte sich auf die Zunge so ein Belag, so ein quietschig, bremsiger Belag. Also das war ja furchtbar. Und jetzt ist es so lecker. Also das schmeckt selbst der Espresso. Ja, okay. Also unseren Vollautomat werden wir jetzt meiner Mama vererben. Der ihrer scheint ja schon ein bisschen länger rumzuspinnen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir den Vollautomaten zu meiner Mutter bringen. Weil die wohnt 450 Kilometer weg. ist ja eigentlich kein Problem, zur Not kann man sie ja schicken. Aber die ist schon ein bisschen Hightech. Also man kann da auch Profile anlegen, man kann dann verschiedene Cafés anlegen, dass man nur noch wirklich dann irgendwann auf den Knopf drücken kann, sogar vom Bett aus benutzen kann, könnte, haben wir aber auch nie gemacht. Spielerei. Ja, Sonntagmittag ist jetzt, na um 11. Ich habe jetzt weiter ein bisschen Videos geschaut, war sehr interessant. Und werde jetzt aber mal was Kreatives machen. Dann haben Essen. Und nur was Kleines, weil wir heute Abend noch mal essen gehen wollen. In unserem Lieblingssteakhaus. Da freue ich mich schon. Oh. Ja, die Vorbereitungen laufen, kann ich ja leider auch nicht zeigen für den Workshop mit Nicole. Ich muss noch das eine Projekt noch fertig machen.
Also wie es dann am Ende halt fertig ausschauen soll. Die Technik und so, das ist alles fertig. Ja, und dann muss ich die Dankeskärtchen machen. Morgen haben wir wieder live, Jana und ich. Und zu Gast ist diesmal die Melli Igelbrink von Stempelparadies. Freue ich mich sehr. Ja, bin gespannt, wie es wird, was sie so zu erzählen hat. Dann kann ich nämlich morgen Abend noch ein bisschen weitermachen, während wir den live machen. Das ist sehr praktisch. Deswegen muss ich heute den Prototypen fertig kriegen, dass ich morgen dann Meter machen kann. Das ist verrückt, dass ich jetzt so eine, also eigentlich schöne Locken habe. Ob das was mit dem Alter zu tun hat oder habe ich das sonst nie so gesehen? Weil ich auch nie oder lange nicht lange Haare hatte, ne? Also ich kann mich jetzt auch gar nicht so erinnern, wie das war, als ich lange Haare hatte. Und jetzt gehen die mir ja schon, also sie krabbeln schon auf der Schulter, wenn sie glatt sind. Witzig. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Das Einzige ist, ich darf es nicht durchkämmen, weil dann ist es eine einzige Welle. Es sieht dann doof aus. Aber so für einen Tag nach dem Haare waschen, das ist echt cool. Ich lasse jetzt hier noch das Video im Hintergrund laufen. Ist ja Gott sei Dank nicht so viel zum Zuschauen, sondern eher zum Zuhören. Und werde jetzt mal da drüben weitermachen. Ne, da liegt zu so viel Interessantes, sonst hätte ich es euch gezeigt. Und ja, vielleicht nehme ich euch dann mit. So ein bisschen. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe. Not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. Hallöchen, wir haben heute Dienstag, genau. Ja, gestern war jetzt nicht mehr so viel gewesen, außer dann vormittags noch Essen mit Claudia, meine Henkersmahlzeit. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich sag, ob ich euch mitnehme, aber vielleicht ist der Druck oder die Peinlichkeit umso höher, sollte ich das nicht durchziehen. Ich muss wieder was für die Figur tun. Oh. Ich muss was für die Figur tun. Ja. Deswegen waren wir gestern noch mal lecker essen. Und abends hatten wir dann einen Livestream, Jana und ich. Und ja, Jana hat jetzt auch wieder eBay-Auktionen reingestellt seit Sonntag. Die laufen jetzt Freitag aus.
könnt ja auch bestimmten eBayern folgen und kriegt dann auch eine Nachricht, wenn da neue Auktionen kommen. Ich habe seit 2 Tagen so auf Druck, als wär da ein blauer Fleck auf dem Augenlid. Und das juckt. Oh. Also nicht auf dem Augenlid, sondern die Wasserlinie, die juckt. Und das ist so Selbstbeherrschung, da jetzt nicht zu kratzen. Ich überlege jetzt halt gerade, ob ich zum Augenarzt gehe oder nicht. Gestern ging es noch und heute ist es beim Zumachen, merke ich es dann auch. Ich muss nicht mal mehr dran fassen. Kann aber auch sein, weil ich mich gestern hingegeben habe und gekratzt habe und gerieben und so, dass das jetzt halt schlimmer ist. Vielleicht sollte ich gehen. Oder zumindest einen Termin machen. Ich werde ja wahrscheinlich heute eh nichts mehr kriegen. Und wenn ich morgen einen Termin habe und es bis morgen besser ist, umso besser. Ich könnte schon wieder kratzen. Ich muss mich so zerreißen. Dienstag. Ich muss Buchhaltung machen. Ich muss die Goodies machen. Ich bin aber jetzt mit den Kärtchen fast nur noch zusammenkleben. Beschriften, eintüten, die Goodies dazu und dann kann das ja auch schon verpackt werden. Ja, mein Mann muss dann einkaufen. Ich muss jetzt gleich mal noch aufschreiben, was wir brauchen. Und ja, so spannend wird es die Woche dann auch nicht. Ich habe ja gestern im Livestream dann diese Kartensets, also diese Boxen hier, habe ich angeboten. Das sind ja diese Kartensets, von denen ich auch mal eine Videoreihe gemacht hatte, was da eben drin ist. Das sind eigentlich teilweise echt ganz nette Sets. Also, ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Also es gibt auch noch ein paar Sets. Ich blende mal hier die URL ein, die ihr euch merken solltet. Ab und zu mal reinschauen. Da werden dann auch immer die neuesten Sets dort veröffentlicht. Also es wird keinen Katalog oder so geben. Es ist nur auf dieser Webseite zu sehen. Und da seht ihr halt auch alle Sets, die es noch gibt. In den verschiedenen Sprachen auch. Ja, wichtig ist immer die Sprache, was es da alles gibt. Und da gibt es echt noch schöne Sets. Also gerade dieses Leckereien-Verpackungsset, das mit dem Känguru und dem Krokodil. Also gibt es noch schöne Sets. Da könnt ihr euch noch eindecken. Ja, und ich habe eben die fertigen, ich habe ja die gebastelt im Video und habe die jetzt 2, 4, 6, 8, ne, 10 Boxen. Ich habe gestern 12 gesagt, ist ja egal. habe die Boxen jetzt fertig gebastelt mit den ganzen Restern hier jetzt rumstehen und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und hatte eben gebeten, dass wenn jemand Interesse hat an den Boxen, dass er sich bitte per E-Mail melden soll. Das haben dann auch gestern einige gemacht. Das muss ich dann heute auch mal noch durchklamüsern. Ja, wer dann eine Box bekommt und dann sind die weg. Das ist auch schön. Vielleicht können die Box kriegen, dann viel mehr damit anfangen. Nochmal auseinandernehmen und was anderes draus machen. Oder so verschenken, wie es ist. Bei vielen sind ja auch noch so Restmaterial drin, so Stempelsets und Aufkleber und Pailletten und überhaupt Klebepunkte und kleine Stempelkissen. Also vielleicht kann man das dann weiterverwenden. So, ich spiele jetzt noch ein bisschen Ene Mene Mu, ob ich jetzt einen Augenarzt anrufe oder nicht. Ich guck mal, ob ich einen Termin kriege. Das ist ja so nervig, wenn es nicht so jucken geht, weißt du?
Hallöchen, Buchhaltung ist fertig. Wir haben jetzt 16:30. Das heißt, ich werde jetzt mich mal an die Goodie-Kärtchen machen. Ich wollte euch aber noch ein Geschenk zeigen. 2 Monate nach dem Geburtstag noch ein Geburtstagsgeschenk kriegt. So, bin jetzt kurz unterbrochen worden. Hab lecker Kuchen von der Nachbarin gekriegt. Also, ich habe hier einen wunderschönen Präsentkorb bekommen von der lieben Claudia und von Marion mit dieser Karte. Ist jetzt keine Schüttelkarte, aber mit Kuchen und ja, Schokolade. Das kommt aus da unten. Alioli. Dip. Ich weiß, ob das nur Gewürz ist. Ein Teelöffel des Dips kurz in ein Esslöffel warm, lauwarmes Wasser quellen lassen. Anschließend mit 50 Gramm Mayonnaise und 50 Gramm stichfestem Joghurt verrühren und 30 Minuten ziehen lassen. Ja, und Nudeln haben wir noch. Was haben wir da? Oh. Mit Balsamico. Sieht man das? Erdbeer, Pfeffercrema und hier drüben Olivenöl. Da. Genau. Kekse und Schokolade. Muss schauen. Schokolade ist leider nur bis November gültig. Haltbar. Müssen wir uns dann mal einen Schlemmertag mit einrichten wahrscheinlich. Ja, ich hatte heute früh noch beim Augenarzt angerufen. Sie sagt, es ist alles voll. Freitag hat es einen Termin und da habe ich gedacht, nö. Wenn es morgen nicht besser ist, dann rufe ich halt nochmal an. Mal gucken. Es ist schon besser als heute Morgen. Mal gucken. Ja. Und da werde ich mir jetzt gleich mein iPad schnappen. Und werde jetzt hier gleich mal meine Goodie-Kärtchen machen. Wo ist das Ding? Da. So sweet. Ich finde die Farbkombination sehr schön. Mit dem Set für alle Zeiten. Ne, für alle Zeit. Das ist so ein bisschen 3D-Motive. Ja. Ich denke, das ist doch ganz nett mit den Farben. Dann habe ich jetzt gestern beim Live, habe ich mir hier schon die Papiere vorbereitet. Hier habe ich schon die 3D-Pads drauf. Hier muss ich es noch machen und bei denen auch. Und dann muss ich einfach nur noch zum Kleben. Und dann kann ich das versandfertig machen. Hallöchen. Wir haben heute Mittwoch und es ist jetzt gleich um 9. Wir waren jetzt 6 Stunden in der Notaufnahme. Eigentlich hatte ich mir jetzt den Nachmittag anders vorgestellt, aber manchmal ist es halt so. Aber alles gut. Es war nur reine Vorsicht. Aber es dauert halt dann, ne? Es gibt ja dann wirklich welche, die ihren Kopf unterm Arm tragen, im wahrsten Sinne fast. Von daher, ja. Wollte heute eigentlich die Goodies fertig machen, aber man muss morschen. Ich habe jetzt noch lecker gekocht. Grießpudding mit pürierten Erdbeeren. Weil wir hatten jetzt noch kein Abendbrot gehabt. Und die hatten da zwar einen Automaten im Wartezimmer stehen, aber das war jetzt nicht so geistreich.
Jetzt habe ich ja gerade erst angefangen mit der Kur, mit dem Abnehmen. Da kann ich nicht schon wieder sündigen oder nicht gleich sündigen. Ja. Ach. Ansonsten, ja, war jetzt hier nicht viel passiert. Das hatte ich heute Vormittag gemacht. Ach ja, heute Vormittag habe ich die Materialliste mal zusammengeschrieben für den Workshop, der nächste Woche ist, mit Nicole. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auf die Mädels, auf die kleine Auszeit. Am Sonntag, bevor ich zurückfahre, werde ich noch meine liebe Alexa besuchen, weil die ist da nicht ganz eine Stunde weg. Einen kleinen Abstecher machen. Da freue ich mich auch schon riesig. Ja, und jetzt muss ich morgen früh dann gleich die Materialien noch bestellen, dass die dann kommen, dass ich noch zuschneiden kann. Aber, naja, nix aber. Morgen auf jeden Fall die Karten fertig machen. Ja, dass ich das vielleicht dann am Freitag mit raus kriege. Freitag muss ich einkaufen, dann könnte ich nämlich dann alles mitnehmen. Das wäre perfekt. Ja. Ach, ist das schön, zu Hause zu sein. Rauschen gerade die Mitteilungen rein. Das Internet ist auch nicht so berauschend in der Notaufnahme. Aber irgendwie ist es faszinierend für mich, da zuzuschauen. Ich spiele ja schon länger mit den Gedanken, eventuell so in die, so auszuhelfen, wenn es geht. Also sei es beim Blutspenden mit dabei zu sein und zu helfen und zuzuarbeiten oder so. Das würde mich schon sehr interessieren. Wie gesagt, ich würde schon länger gerne mal da irgendwo mithelfen können. So irgendwie, ja, was Sinnvolles tun quasi irgendwie. Also, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. So, ich werde jetzt hier meinen Grießpudding essen. Den habe ich mir halt verdient und dann werde ich hier kurz mal durchs Internet gucken, dass keiner guckt. Und dann in die Kiste gehen. Ein bisschen schlafen. Katzen sind auch versorgt. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Donnerstag 13:30 und wie man gerade gut gesehen hat, habe ich oder bin ich gerade in den letzten Zügen für die Online-Shop-Goodies. Diesmal gibt es den Schwamm für die Stempelsets und diese Karte, die hatte ich euch ja schon gezeigt. Wer diesen Schwamm nicht kennt, das ist der Reinigungsprofi, den macht man nass. Also unter dem Wasserhahn und wringt den eigentlich gut aus, dass er nicht mehr tropft, aber dass er eben feucht ist. Und dann kann man wunderbar seine Stempel damit reinigen.
für mal schnell. Man kann den auch zerschneiden, wenn man sagt, für unterwegs ist das super. Da muss ich nicht immer den großen Reinigungskasten und das Spray mitnehmen. Dann nehme ich halt bloß so einen Streifen mit von dem Schwamm. Für die Dauer ist es halt nichts, aber für immer mal wieder finde ich den echt super. Also ich mag den echt gern. Gerade wie gesagt, wenn man unterwegs ist oder gerade keinen Platz hat oder so. Und einfach dann, also ich habe den in so einer Hülle. Ich habe den in so einer Stempelhülle drin. Die ist nicht luftdicht geschlossen, was wichtig ist, weil der ja dann trocknet und dann wird der hier bretthart und einfach dann wieder unter den Wasserhahn, bis der vollgesogen ist, ausringen und dann kann man den wieder benutzen. Das ist ja das Schöne daran. Und den habe ich dann hier drin, den lasse ich da auch drin. Und wenn ich fertig bin, lege ich den beiseite, dass er ein bisschen trocknen kann. Weil wenn der luftdicht verpackt wird, kann der schimmeln. Und oder schlecht riechen. Und oder schlecht riechen. Deswegen. Genau, und dann mache ich jetzt gerade mache ich jetzt die Versandetiketten fertig. Die muss ich jetzt gleich drucken. Dann kann ich hier die Umschläge dann alle bekleben. Und dann geht es morgen zur Post. Endlich. Ja, und dann, wenn ich fertig bin, ich schätze mal, es wird jetzt, naja, 2 Stunden dauern noch. Und dann werde ich die Kartensets verpacken. Und dann kriegt jeder, der eine beim Livestream angefordert hat, dem schicke ich dann so eine Box. Genau, das, dann ist das weg. Freue ich mich, wenn da jemand was damit anfangen kann. Aber jetzt machen wir erstmal. Ach ja, und ich habe gerade die Briefwahlunterlagen angefordert. Freut mich sehr, dass unsere Gemeinde da ein bisschen mehr auf Zack ist, dass man das halt papierlos anfordern kann. Aber da spart man sich jetzt aufs Porto. Muss ja nun nicht sein. Und dann hoffe ich mal, dass dann die nächste Woche, dass dann die Briefwahlunterlagen kommen. Dass wir unsere Kreuzchen setzen können. Dann machen wir mal weiter, dass wir fertig werden. Wird halt leider heute auch nicht so viel Überragendes passieren. Aber es ist das halt dann manchmal. Es wird ja die nächste Woche dann nicht anders. Bis später. Hallöchen! So, wir haben jetzt Donnerstagabend. Das heißt, der Vlog ist hiermit beendet für die Woche. Denke ich. Also, ich muss erst mal morgen gucken, wie viel überhaupt zusammengekommen ist. Aber egal, wenn es halt bloß eine halbe Stunde ist, dann ist es halt so. Ich habe Pakete gepackt für. Ich hatte ja beim Live darum gebeten, dass mir diese Kartensets abgenommen werden, weil die bei mir nur Platz wegnehmen und Staub ansetzen. Also ich kann die Karten ja teilweise nicht verwenden. Ja. Und ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die sich auch freuen drüber und auch mit dem Restmaterial eben noch was machen können. Und deswegen habe ich jetzt von allen, die ich jetzt die Adresse hatte, habe ich jetzt alle eingepackt. Ich habe gesehen, ich habe jetzt noch 2 E-Mails gekriegt mit weiteren Adressen. Das heißt, morgen früh mache ich dann noch die anderen. Und dann sind alle Boxen raus. Ich freue mich. Ja, die Goodies sind auch fertig. Geht auch morgen mit zur Post. Ja, deswegen werde ich schon wahrscheinlich diesen Vlog erst Samstag online stellen. Mal gucken. Damit es halt nicht die Überraschung verdirbt. Weil ich weiß ja, dass auch viele schauen, die
bei mir eben online bestellen im Online-Shop. Und ja, ich denke mal, dann werde ich so am Samstag vielleicht online stellen, das Video. Ich muss jetzt mal eben noch schnell eine Materialliste zusammenschreiben. Nee, eine Werkzeugliste für nächste Woche Samstag für den Workshop, dass Nicole da noch eine E-Mail rundschicken kann, damit die, die wollen, weil ich bin da ja genauso, die, die wollen, ihre eigenen Sachen mitbringen können. Ich mag es auch, wenn ich mein eigenes Stempelkissen habe und da losmachen kann oder meine Schere oder so. Deswegen kann ja jeder, der die Werkzeuge hat, dann eben auch mitbringen. Das mache ich jetzt noch fertig. Und dann gehe ich ins Bett. Ja. Genau. So der Plan. Damit verabschiede ich mich jetzt von dieser Woche, von diesem Vlog. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Genau. Feierabend Samstag.